Hallo ihr Lieben, was wollen Menschen? Was will ein Mensch? Dieses Thema ist aus meiner Sicht deutlich trickier und deutlich komplexer, als wir oft darüber reden. Und zwar einfach deswegen, weil man auch einfach mal in Frage stellen kann, ob Menschen wirklich mitkriegen, was sie eigentlich wollen. Und also wenn ich sage Menschen in dem Fall, meine ich das menschliche Bewusstsein und meine eben sozusagen das unbewusste Wissen, in, wenn man das so nennen will, im intimsten Bereich des Menschen, nämlich in seinem Selbstverhältnis. Es gibt große, wie soll man sagen, sehr überzeugende Gründe davon auszugehen, dass viele Menschen oft gar nicht wissen, was sie wollen. Und dass es also auch sehr fragwürdig macht, dass man davon einfach mal ausgeht, dass das, was Menschen sagen, was sie wollen, auch das ist, was sie wirklich wollen. Dafür gibt es sehr viele Gründe. Es gibt diese Gründe sowohl im Alltag, im alltäglichen Miteinander, als auch im politischen Raum. Jetzt gibt es aber sofort ein Folgeproblem, wenn man davon ausgeht, dass das, was Menschen sagen, was sie wollen, nicht immer automatisch heißt, dass sie das auch wirklich wollen, was sie sagen, entsteht ein Raum für eine, wir könnten sagen, Übergriffigkeit, weil natürlich dann ein, wie soll man sagen, ein Raum entsteht, in dem dann anderen Menschen sagen, was sie denn wollen. Und das erleben wir dann tendenziell als Fremdbestimmung, als Übergriffigkeit, letztlich sogar als Übergriffigkeit besonders brutaler Art, besonders gewalttätiger Art, weil es sozusagen eben eingreift in das intimste Verhältnis, das es überhaupt gibt, ins Selbstverhältnis. Also das Verhältnis sozusagen, ich würde sagen, zwischen Körper und Bewusstsein oder zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein, also zwischen unbewussten Körperregungen, die sich also unabhängig von dem, was wir wollen, einfach tun. Also was weiß ich krieg Hunger, ich krieg Durst, ich habe irgendwas. Und wenn man also sagt, es ist möglich für den Menschen, in diesem Verhältnis gestört zu sein, also dass praktisch die natürlichen Impulse, die es im Körper gibt, das Bewusstsein gar nicht mehr erreichen. Also wir Menschen können uns selbst so verstören oder wir können so verstört werden, dass wir also selber nicht mehr wissen, was wir wollen, entsteht ein zwischensozialer Raum, in dem andere Menschen uns sagen, was wir wollen. Das ist sehr problematisch, vor allem, wenn diese Menschen, die uns sagen, was wir wollen, uns selbst nicht wohlgesonnen sind, uns gar nicht kennen und vor allem zu unserem unbewussten Wissen gar nicht in ein Verhältnis stehen. Also sie kriegen nicht mit die unbewussten Körpersignale. Trotzdem würde ich diese Ansicht ernsthaft vertreten wollen, dass es das gibt, also dass eben das, was ein Mensch sagt, was er will, eben oft nicht das ist, was er will, manchmal sogar das exakte Gegenteil von dem ist, was er eigentlich will. Nur es gibt eben sowohl sozusagen ein Nicht-Mitkriegen und manchmal gibt es auch zwischenmenschliche Gründe, also Sozialdynamiken, die es sehr klug erscheinen lassen, das Gegenteil von dem zu behaupten, was man eigentlich will. Also genau das Gegenteil zu sagen. Ich will das und eigentlich will man das genaue Gegenteil. Wie komme ich dazu? Ich komme unter anderem durch, was weiß ich, jede Menge laienhaft wahrgenommener psychologischer Forschung zu diesen Annahmen, aber ich komme noch mehr dazu aus meiner beruflichen Tätigkeit. Und tatsächlich ist es ganz real so, dass ich kein kleiner Teil meiner beruflichen Tätigkeit daraus besteht, dass ich Menschen sage, was sie wirklich wollen. Ja, das erscheint jetzt sehr problematisch, also mir selber erscheint das wahnsinnig problematisch, weil ich zum Beispiel wahnsinnig sensibel dafür bin, dass mir andere Menschen sagen, was ich will. Also in der Regel, wann immer das passiert ist, war es in, ich würde sagen, 99% der Fälle, wo mir andere Menschen gesagt haben, aber du willst doch X, wollte ich nicht X. Also sozusagen mein wahrer Wille, wenn es sowas gibt, wurde nicht erkannt. Mir wurde also vielmehr vorgeschrieben, was ich zu wollen hätte. Und deswegen gibt es bei mir einen unmittelbaren Abwehrreflex dagegen, wenn mir Menschen sagen, du willst doch aber X, du willst doch aber Y. Also meine erste Reaktion ist immer ein starkes und vehement vorgetragenes Nein. Ja, also erstmal Abwehr. Dann brauche ich mal ein bisschen Zeit und manchmal in seltenen Fällen liegen die Leute doch nicht ganz richtig. Also ich habe also besser mitbekommen, was ich will, als ich das selber mitbekommen habe. Das ist eben Menschen möglich. Wir wissen eben nicht immer am besten über uns selber Bescheid. Manchmal wissen andere Menschen besser über uns Bescheid. Aber das ist nur dann der Fall, wenn diese Menschen physisch präsent da sind, also wenn sie nah an uns dran sind und wenn sie wohlwollend sind. Also wenn sie praktisch in diesem Moment nicht vor allem ihre eigenen Interessen, die Erfüllung ihrer eigenen Bedürfnisse auf dem Schirm haben, und alle Menschen sind permanent bedürftig, das ist sehr voraussetzungsreich, dass man, wenn man also anderen Menschen sagt, was sie wirklich wollen, dass man nicht heimlich eine eigene Agenda verfolgt, das ist eher der Normalfall, also dass man also wirklich übergriffig ist und den anderen in einem sehr negativen Sinn manipuliert, weil eben sozusagen es sehr voraussetzungsreich ist, dass rein technische Möglichkeit, dass ich besser weiß, was ein anderer Mensch will, als er es selber gerade in diesem Moment weiß und ich es ihm jetzt sage,
Ja, also ich werde praktisch, wie soll man sagen, das Sprachrohr seiner eigenen Bedürfnisse in dem Moment, wo die Sprache, die sozusagen körperintern abläuft, dass dieses Bewusstsein dieses Menschen nicht mehr erreicht, das ist sehr voraussetzungsreich, weil der Regelfall ist, ich habe eine eigene Agenda, will eigene Bedürfnisse befriedigen und weil ich eigene Bedürfnisse befriedigen will, sage ich dem anderen, er will irgendwas, aber das will er gar nicht so oder nicht in dieser Form oder will es vielleicht auch überhaupt nicht oder will das genaue Gegenteil oder was auch immer. Aber ich schiebe es ihm jetzt unter und das ist also hochproblematisch. Das haben wiederum nahezu alle Menschen unbewusst auf dem Schirm. Warum? Weil wir das in der Kindheit sehr viel erleben. Viele Eltern und viele Erwachsene können die Bedürfnissignale ihrer Kinder sehr schlecht deuten. Ja, also das Beziehungsniveau in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht unterirdisch schlecht. Also allgemein, gar kein Vorwurf an spezifische Menschengruppen. Generell sind wir eine Gesellschaft, die besonders begabt darin ist, menschliche Bedürfnisse nicht wahrzunehmen, nicht richtig zuzuschreiben. Also gezeigten Gefühlsausdruck, gezeigten Bedürfnisausdruck falsch zu interpretieren, das erleben wir alle als Kind. Und das ist sehr schmerzhaft, gerade von geliebten Menschen, wenn die also in dem Sinne nicht gut behandelt werden. Deswegen sind wir alle sehr sensibel dafür. Das heißt aber, dass wir eine Fähigkeit, die eigentlich grundsätzlich zwischen uns Menschen besteht, nämlich dass wir uns gegenseitig behilflich sind, und dort, wo wir eigene Gefühle und Bedürfnisse nicht richtig wahrnehmen, uns von anderen Menschen aushelfen zu lassen, dass eben andere Menschen unsere Gefühle und Bedürfnisse besser wahrnehmen als wir selber und uns dabei helfen, uns wieder besser spüren zu können, uns besser wahrzunehmen, also unseren eigenen Willen überhaupt erst zu finden. Das ist sehr selten und das holen sich dann viele Menschen tatsächlich von im Idealfall guten Therapeuten und guten Coaches. Ja. Und das sorgt dafür, dass der Bedarf an Therapie und Coaching so wahnsinnig hoch ist in unserer Gesellschaft. Ich halte das aber, obwohl ich beruflich Coach bin, für hochproblematisch. Also ich hätte gerne eine Gesellschaft mit deutlich weniger Therapiebedarf und deutlich weniger Coachingbedarf, in der es eigentlich gar nicht mehr so viele Coaches und Therapeuten braucht, wie wir aber momentan welche haben und in Anspruch nehmen. Und ich würde sagen, auch wenn man da sagen kann, da wird ein künstlicher Bedarf geschaffen, ich habe nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es liegt eher an den sehr schlecht gebauten gesellschaftlichen Institutionen, die also tendenziell dazu führen, also was sich in den Familien, in den Schulen, in den Unternehmen, in der Politik, also in nahezu allen Sozialsystemen sind Spiele am Laufen, die dazu führen, dass Leute über eigene Bedürfnisse, über eigene Gefühle permanent drüber gehen. Und wenn du halt permanent über eigene Bedürfnisse und eigene Gefühle drüber gehst, nimmt die eigene Wahrnehmungsfähigkeit einfach ab. Ja, also es ist halt so, da wird die ganze Zeit körperintern ein Signal gesendet. Das Signal wird permanent ignoriert. Was weiß ich, du bist permanent müde, aber arbeitest trotzdem oder du hast permanent Hunger und isst nicht oder du hast gar nicht so viel Hunger und isst sehr viel mehr oder keine Ahnung oder du hast das dringende Bedürfnis, mit bestimmten Menschen zu reden und Dinge zu klären, aber das geht nicht, weil irgendwie Hierarchie und Konkurrenz und so. Dann machst du es nicht und wenn du es aber dauerhaft nicht machst, verkümmert natürlich auch dein Bedürfnissignal nach und nach. Also irgendwann stumpft das halt ab. Ja. Das Bedürfnis ist aber weiterhin da, nur du nimmst es nicht mehr wahr. Und insofern ist das also für mich alles sehr paradox irgendwie, auch für mich selber. Also es verwirrt mich permanent. Ich bin die ganze Zeit wieder am Sortieren, weil ich permanent verwirrt bin eigentlich. Ja. Ist so, wie das auch zum Beispiel sein kann, dass ich selber so wahnsinnig sensibel bin dafür, dass ich mir nichts vorschreiben lasse, was ich irgendwie zu wollen habe und was ich wirklich will von anderen Menschen, aber das umgekehrt permanent mache und zwar beruflich. Und noch erschreckender, dass es gut geht. Das ist eigentlich noch erschreckender für mich, obwohl es eigentlich eine gute Sache ist, dass das überhaupt möglich ist und dass es das gibt und dass ich auch in dieser Form überhaupt tätig sein darf. Auf einer anderen Ebene erschreckt mich das wiederum, dass es das wirklich gibt. Ja, weil eigentlich, wenn es gut wäre, wäre tatsächlich jeder Mensch das beste Sprachrohr seines eigenen Willens. In der Realität ist das aber nicht der Fall. In der gesellschaftlichen Realität, so wie es halt momentan ist. Nicht, das heißt nicht prinzipiell, dass es so sein müsste. Das heißt nur, so wie wir momentan Gesellschaft miteinander machen, so wie wir momentan unsere gesellschaftlichen Institutionen gebaut haben, ist das Resultat, dass sehr häufig Menschen mit die schlechtesten Sprachrohre ihres eigenen Willens sind, die man sich überhaupt vorstellen kann und sehr leicht oft für Außenstehende, zum Beispiel für gute Freunde, es leichter wahrnehmbar ist, was dieser Mensch will, als dass dieser Mensch selber kann. Und im Coaching, Großteil, lebe ich davon. Also ich sage Leuten, nachdem ich mich natürlich mit ihnen unterhalten habe, nicht aus meinem Kopf, nicht ausgedacht, nicht aus Ideologie, nicht aus Prinzip, sondern nach Wahrnehmung ihrer Körpersignale, nach der Stimmlage, mit der sie über Leute reden, also mit den Gefühlen, die man da mitkriegen kann von außen, spiegel ich den Leuten zurück ihren wahren Willen. Und die meisten Leute sind erstaunlich dankbar dafür.
Ja, und das finde ich zwar schon eine schöne Tätigkeit, aber ich finde es auf einer anderen Ebene erschreckend. Das Ausmaß, ich nenne das mittlerweile Dissoziation in so ein bisschen verschobenen Begriff. Also ich glaube, das ist fachterminologisch, wenn man wirklich Psychologe ist und wirklich Ahnung hat, nicht so wirklich ganz der korrekte Begriff wahrscheinlich von Dissoziation ist, aber für mich ist der trotzdem funktional. Ich nenne das Dissoziation. Also wie dissoziiert die meisten Menschen sind, ist erschreckend für mich. Also wie weit die Unfähigkeit ausgeprägt ist und nicht nur bei wenigen Menschen, sondern ich würde sagen, bei den allermeisten Menschen noch wirklich wahrzunehmen, was sie wirklich wollen, wie weit weg die meisten Menschen von ihren Gefühls- und Bedürfniswahrnehmungen sind, also wie wenig die Leute eigentlich mitkriegen, was sie eigentlich noch wollen, wie depraviert, wie abgestumpft die Fähigkeit ist, den eigenen Willen wahrzunehmen, das finde ich erschreckend und deswegen bin ich, also trotzdem ich ein Riesenfan der liberalen Gesellschaft bin, der modernen Gesellschaft bin, ich möchte nicht zurück zu, weil ich glaube, da war es noch viel schlimmer teilweise. Also ich möchte nicht zurück in die Vergangenheit, in eine Welt, aus der wir kommen. Ich würde aber gerne jetzt den nächsten Schritt machen in einer Gesellschaft, die auch diese Form von Gewalttätigkeit, also Gewalt, die sich die Menschen selber antun, Gewalt, die wir uns wechselseitig in unseren sozialen Verhältnissen antun, Gewalt, die wir uns vor allem institutionell antun, durch die Art und Weise, wie wir unsere Institutionen gebaut haben. Also es geht für mich immer um institutionelle Reformen letztlich, also letztlich um Politik. Diese Form von Gewalt, da gibt es einfach einen Riesenbedarf, dass wir Fortschritte machen. Und ich würde sagen, wenn wir diese Fortschritte machen, sinkt der Bedarf an Therapie und der Bedarf an Coaching wirklich massiv ab. Also wir haben einen künstlich hochgehaltenen Bedarf an therapeutischen Aktivitäten und Coaching-Aktivitäten. Ich glaube, dass wir danach immer noch Therapeuten und Coaches brauchen, aber halt sehr viel weniger. Sehr, sehr viel weniger. Ja. Ich glaube auch selbst medizinisch könnte ich mir vorstellen, dass wir weniger krank sind. Ja, also es muss man mal vorsichtig sein, nicht jegliches Leiden ist psychosomatisch, nicht, es gibt endogene Krankheiten, es gibt genetische Veranlagungen, es gibt auch einfach, was weiß ich, Viren, wo unser Körper relativ wehrlos ist oder Bakterien. Also es wird weiterhin Bedarf auch an ganz klassischer Medizin weiterhin geben. Aber das Ausmaß, wie Leute krank werden und dann eben, wie man manchmal sagt, in der Psychosomatik somatisieren, also praktisch körperliche Symptome entwickeln, weil psychologisch bestimmte Probleme dauerhaft bestanden haben, sich aufgestaut haben, bis sie sich nur noch körperlich ausdrücken können, weil sie sich eben psychologisch und sozial nicht mehr ausdrücken können, weil das blockiert ist, das wird einfach abnehmen. Wir werden eine sowohl psychisch wie auch physisch sehr viel gesündere Gesellschaft sein, wenn wir diese institutionellen Reformen angehen, ja. Wenn wir also uns weiterentwickeln, institutionell weiterentwickeln. Und weiter wird es Ärzte brauchen, weiter wird es Therapeuten brauchen, weiter wird es Coaches brauchen, aber nicht mehr in diesem Ausmaß. Ja, also wir sind eine Gesellschaft, die sich künstlich krank macht. Und wir sind also da sehr gewalttätig gegen uns selber, wechselseitig und mit uns selber. Und mir scheint das so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig unnötig mittlerweile. Und ich frage mich da immer wieder, was machen wir da? Also ich grabe mir, also wie man vielleicht hoffentlich richtig hört, ich grabe mir gerade selber das Wasser ab. Also an meiner Dienstleistung, von der ich lebe, wird der Markt kleiner, wenn wir das tun, was ich zu tun vorschlage. Man wird weniger von meiner Dienstleistung brauchen. Also entweder muss ich mir dann einen neuen Job suchen, weil sozusagen der Bedarf, an dem ich die ganze Zeit arbeite, nicht mehr besteht. Oder ich bin so selbstbewusst, dass ich sage, ich gehöre dann zu den wenigen Coaches, die noch tätig sein werden, aber sehr viele andere werden nicht mehr am Markt sein. Also der Markt wird kleiner, also praktisch die Konkurrenz zwischen Coaches und Therapeuten wird größer, weil der Bedarf einfach geringer wird. Ich habe da aber keine Angst vor. Ja, entweder weil ich eben zu übersteigertes Selbstbewusstsein habe, also ich halte mich für besser, als ich vielleicht bin, oder weil ich zu zuversichtlich bin, dass ich dann eine andere sinnvolle Tätigkeit finde oder vielleicht auch erst dann eine andere sinnvolle Tätigkeit finden kann und nicht mehr als Coach tätig sein werde, sondern was anderes tun kann, was ich dann aber erst tun kann, wenn wir sozusagen weniger Gewalt in unseren Sozialsystemen haben, weil ich bin einfach aufgrund persönlicher Gewalterfahrungen in der Kindheit extrem sensibel für Gewalt. Also sobald in einem Sozialsystem sehr viel strukturelle oder offene Gewalt herrscht, bin ich raus, weil ich das nicht aushalten kann. Und wir haben, also aus meinem, ich kann sagen, ich nehme das wahr, wir haben eine extrem gewalttätige Gesellschaft, unglaublich gewalttätig und ich bewundere viele Menschen, in welchem Ausmaß sie in der Lage sind, das zu verdrängen, also das nicht wahrzunehmen, wie gewalttätig das alles ist. Da wird bagatellisiert noch und nöcher, also permanent, also ich würde sagen, auf fast jedem Meeting haben wir hochgewalthafte Vorgänge, aber die sind so verbreitet, so normal, dass es die meisten anderen Menschen zumindest artikuliert nicht zu stören scheint. Also sie sagen das nicht. Sie lassen es mit nichts erkennen, dass es sie stört. Ich nehme das aber überdeutlich wahr und bin dann raus. Ich halte das nicht aus. Ich finde das so furchtbar. Ich habe dann physische, unmittelbare Reaktionen, Abwehrreaktionen, dass ich muss dann da raus. Ja.
Das ist einer der Mitgründe, warum ich selbstständig bin und einer der Mitgründe, warum ich Coach bin, ja, warum ich diese Tätigkeit mache. Ich kann aber trotzdem sehen, dass wir den Bedarf an solchen Dienstleistungen künstlich hochhalten und ich halte das nicht für sinnvoll. Ja, ich würde gern auf einen sehr viel kleineren Markt treffen, an sehr viel weniger Bedarf an meiner Dienstleistung. Das wär ein Fortschritt aus meiner Sicht. Ja, also das dazu, ob Menschen wissen, was sie wollen, ob Menschen wollen, was sie sagen, was sie wollen. Ich würde sagen, in sehr vielen Fällen ist das nicht der Fall. Aber es ist eben hochproblematisch, dass andere Menschen sagen, was sie wirklich wollen, weil dann müsste man immer sicherstellen, dass diese Menschen, die das diesen Menschen sagen, in einem unmittelbaren, empathischen Kontakt zu diesen Menschen stehen, wo sichergestellt ist, dass sie nicht ihren eigenen Mist rein verwursten, ja, also ihre eigenen Stakes, ihre eigenen Interessen dem anderen unterschieben und den anderen in einer sehr negativen Weise manipulieren. Das andere, dass Menschen sich wechselseitig dabei behilflich sind, wahrzunehmen, was sie wirklich wollen, würde ich auch als manipulativ bezeichnen, aber ich würde es als positive Form von Manipulation bezeichnen, die es eben auch gibt. Also ich helfe dir, dich selbst besser wahrzunehmen, als du dich selber wahrnehmen kannst. Und das ist das, was aus meiner Sicht gute Coaches und gute Therapeuten faktisch tun. Sie bringen die Leute wieder zu sich selbst. Leute, und dass man überhaupt Leute zu sich selber bringen muss, heißt natürlich, dass Leute sich von sich selbst entfernt haben und dass Menschen überhaupt Wesen sind, die sich von sich selbst entfernen können. Das muss man unterstellen, sonst macht also Coaching und Therapie überhaupt keinen Sinn. Das ist eine sinnlose Tätigkeit, die nur aus Hokuspokus besteht. Diese Handlung kann man natürlich auch einnehmen, ne? Also Coaching und Therapie ist Quatsch, weil ja Menschen immer wissen, was sie wollen und sich nie von sich selber entfernen. Also sozusagen Bewusstsein und faktisches aktuelles Bewusstsein und faktisch gegebene Gefühle und Bedürfnisse treten nie auseinander. Wenn das der Fall sein sollte, dass das nie möglich ist für Menschen, also Dissoziation gibt es nicht, dann brauchst du auch kein Coaching und keine Therapie. Ja. Also das ist die Arbeitshypothese von Coaching und Therapie. Dass das gibt. Und ich kann sagen, also diese Arbeitshypothese bestätigt sich leider wieder und wieder und wieder und wieder, dass es das gibt, dass Leute, man merkt es auch an den Reaktionen der Leute. Also wenn du den Leuten sich selber schenkst, den Leuten sich selber zurückgibst, den Leuten sich selber in die Hand gibst, das heißt, für die Leute spürbar machst, was sie selber eigentlich wollen, sind die meisten Leute erleichtert und dankbar und sehr belebt. Also sehr, wir sagen in einem sehr positiven Sinn motiviert. Also nicht Chaka motiviert, nicht, haha, wir schaffen das, sondern praktisch von innen heraus entsteht eine Kraft, weil sozusagen wieder Verbindung ist zwischen Bewusstsein und den anderen Kräften, die in einem Menschen so walten und vorhanden sind. Ja, und das ist, finden die meisten Menschen, also diese Spaltung in ihrem Sein, dass die also kleiner, geringer oder sogar aufgehoben wird, erleben die meisten Menschen als unglaubliche Befreiung, als unglaubliche belebend, unglaublich, also es schafft ein ganz anderes auch Weltverhältnis, es schafft ein ganz anderes Verhältnis zu anderen Menschen und in erster Linie schafft das aber erstmal ein anderes Selbstverhältnis und alle diese Verhältnisse spielen harmonisch ineinander. Also ein Mensch, der ein gutes Selbstverhältnis hat, hat ein gutes Weltverhältnis, hat ein gutes Verhältnis zu anderen Menschen. Ein Mensch, der ein gutes Verhältnis zu anderen Menschen hat, ein gutes Weltverhältnis hat, hat auch ein gutes Verhältnis zu sich selber. Das ist überhaupt kein Gegensatz. Also von dem aus gesehen macht zum Beispiel der Gegensatz Altruismus, Egoismus überhaupt gar keinen Sinn mehr. Das ist dann völlig Gaga, diese beiden Dinge entgegenzusetzen. Ne? Also ich bin gut mit mir, ich bin gut mit anderen, spielt ineinander. Ich bin schlecht mit mir, ich bin schlecht mit anderen, spielt auch ineinander. Also ja, okay. Also bevor ich noch mehr, ich mache jetzt hier mal Schluss. Also das mit dem menschlichen Willen ist echt ist nicht ganz ohne. Ja, kommt mir so vor. Vielleicht bin ich auch völlig falsch. Ja, vielleicht bin ich einfach nur verrückt. Das kann ich nie ganz ausschließen. Ich wünsche euch was und ich wünsche euch einen guten Zugang zu eurem eigenen Wollen, zu eurem eigenen vielschichtigen, komplexen Wollen. Weil ich glaube, das tut uns allen sehr gut, wenn wir das haben und pflegen und kultivieren. Ceterum censeo, Demokratia esse sortienda.